Was liegt denn hier für eine Leiche? Ist das Rotkäppchen? Oh, frisst du ins Rotkäppchen jetzt? So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Free-to-Play-Series auf Steam. Wir gehen direkt mal rein. Kleines Game, was ich entdeckt habe, was aussieht wie der Bär von Ted. Wie ist er, Ted? Oh, wie ist der Film? Kann ich mich gar nicht mehr so genau dran erinnern, muss ich gestehen. Wir sind ein Noob, deswegen Schwierigkeitsstufe runter. Steuerung, ich habe eine Tastatur. Ist wie gesagt free to play. Könnt ihr euch gerne downloaden. Ich verlinke euch das wieder unten in der Videobeschreibung. Und wir gehen direkt rein. Let's go, Bear! Ganz schön groß die Cam hier. Mal ein bisschen kleiner. Oh. Geh zurück, man sucht es nochmal. Let's go, Bear! Achso, sieht, das kleine Ding zeigt mir jetzt den Weg im Endeffekt. S und Space. Aha. Mit S und Space kann man nach unten gehen. Das ist ein kleines, schönes Jump'n'Run-Spiel. Oh. Hey, jetzt haben wir ein Cape an auf einmal. Sind wir jetzt der Hero? Können wir sprinten? Nee. Sprinten glaube ich schon. Gehen auf jeden Fall in den Schnee rein. Was liegt denn hier für eine Leiche? Ist das Rotkäppchen? Oh, frisst du ins Rotkäppchen jetzt? Wer bist du denn? Du riechst nicht wie ein schmutziger Wolf. Hast du dich vielleicht verlaufen? Ich glaube schon. Aber wenn du mir den Weg zeigen könntest, bin ich gleich wieder weg. Das ist eine schlimme Fehleinschätzung, mein Kleiner. Hat dich deine Mutter nicht davor gewarnt? Ich zu... Letzte Worte habe ich nicht mehr gesehen. Es ist zu spät, der Wald ist voll aggressiver Wölfe, die nicht erwarten können, dich ein Stück zu reiten, und sie haben die Fährte schon aufgenommen. Bin ich also erledigt? Vielleicht ein Weg, Fit zu retten, wenn du es schnell nach Hause meiner Großmutter schaffst. Wenn du mich aufstehen lässt, wäre ich schon unterwegs. Ja, das ist auf jeden Fall Rotkäppchen, wenn wir zur Großmutter gehen. So meine ich erstmal nicht zu verlaufen. Ganz schön creepy auf jeden Fall. Was ist das, FSK? Dieses Girl macht mir Angst, aber das nicht zu weit weglaufen, sondern kämpfen hier, oder? Es ist exakt richtige Zeit zum Weglaufen. Wir müssen eine Waffe finden, denn ohne wirst du nicht lange durchhalten. Sieht so krass aus, der Wolf, ne? Der ja kaputt. Gefressen wurde. Oh, was ist das? Die Traumwelten sind über Teleportspiegel miteinander verbunden. Okay. Ah, ich hab noch nirgendwo was anderes. Diesmal hast du nicht freigeschalten. Du bist hier. Ah, okay. Ja, wie ich gesagt habe, wir haben noch nicht freigeschalten und wir können dann später da hin und her teleportieren. Oh. Ganz schön tief fallen, glaube ich. Okay. Fühlt mich einfach mal, aber ich bin ja eh gerade hier gewesen. Startet ja im Endeffekt erst hier das Level dadurch. Konnten wir ja auch mal kurz sterben. Oder muss ich jetzt hier wieder das komplette... Die komplette Cutscene durchmachen mit dem kleinen Mädchen? Nee. Okay. Das heißt, alles, was irgendwie im Weg liegen könnte, tut uns weh. Also irgendwelche Stacheln und ganze Spaß. Wir hatten die aber auch da hingebaut. Muss ja irgendjemand hingebaut haben, der nicht will, dass wir hier da durchkommen. Ja. Es ist auf jeden Fall ein 2D, also nicht 2D-Spiel, sondern so ein Left-to-Right-Move-Spiel. In der Art von...
Dark sowie... Ne, Dark konnte man auch nach oben und unten laufen. Aber bei The Little Nightmares war das so. Jetzt heißt ich... Achso, ich habe den schon freigeschalten. Okay, da unten darf ich nicht reinfallen. Kann ich hier höher springen und dann... war das intended? Warte, Bär, deine Nähte werden nicht lange halten, aber keine Sorge, wenn du kurz stehst, repariere ich dich mit Magie. Okay. Kannst du die Mähne bewegen, ein bisschen aufpassen? Ein durchtapferer Bär, und ich höre mit dem Gestöhne auf. So bitte wie neu. Musst zugeben, das hast du überraschend gut hinbekommen. Das ist ziemlich beeindruckend. Beeindruckend ist hier nur dein Ego. Heilen. Halte H gedrückt, um deine Wunden zu nähen. Der Heilungsfluss verbraucht Mana. Brauchen wir auf jeden Fall noch eine Waffe. Das ist viel wichtiger. Was kommt denn jetzt? Ach, da ist der erste Gegner. Mal gucken, was es hier noch so gibt. Aua. Ah, hier sind wir jetzt auf der anderen Seite. Boah, das macht ja alles Damage hier. Boah, alles macht ja Damage. Okay, gerade so geschafft. Ich würde mich sehr viel wohler fühlen. Okay, ich kann nicht mehr steuern. Ah, da habe ich meine erste Waffe, oder? Kleine Schere. Oh, ich habe aus dem Laser. Zitterfangwölfe, eine rostige Schere. Kennen Sie sie nicht wieder, dass die Schere, mit der Lisa als Kind nicht spielen durfte? In dieser Welt wirst du keine bessere Waffe finden. Sie braucht nur noch ein bisschen Magie. Wow, die Schere hat diese lästigen Käfer, die vielleicht sind nicht wirklich so mächtig, wie ich sagte. Du bist solcher Mann wie immer, aber du solltest vorsichtig sein. Ich habe meine Magie mit denen ihr verbunden, um ihre wahre Macht zu wecken. Du schaffst das. Mach sie fertig. Die Schere von Excalibur. Großartig, so geht das. Lass uns herausfinden, was diese Monster auf dem Kasten haben. Drücke Control, um deine Feinde aufzuschlitzen. Na, dann werden wir sie jetzt aufschlitzen. Okay. Hör zu, Bär, da wir jetzt mit deiner Waffen bin, werde die Energie jedes Mal so absorbieren, dass du tötest. Lass keines von ihnen entkommen. Ich hätte sowieso alle getötet. Ich nehme nämlich von deinen zickigen Schere keine Befehle entgegen. Konzentriere dich einfach auf die vorliegende Aufgabe. Wenn wir ihre Energie absorbieren, werden wir immer stärker. Nur so können wir Alicia retten. Ja, es gibt zwei Wege. Right way und unten wird angezeigt X. What the fuck? Was ist denn das von Ultra Garia? Scheint nichts zu funktionieren. Müssen wir vielleicht doch unten lang gehen. Hey, guck mal, Lego, oder? Kommt deine kleine Fledermaus geflogen. Jetzt zeige ich euch meine unglaubliche Großartigkeit unter Beweis zu stellen. Jetzt bin ich mir, könntest du dich nur einmal nützlich machen, ohne damit anzugeben?
der Energie, die wir absorbiert haben, kann ich unsere Fähigkeiten verbessern. Hoffentlich sind die Fähigkeiten, auf die du stolz bist, wert, dich zu ertragen. Ach ja, mein Skilltree. Auch Helden müssen geheilt werden. Nicht dein kann jetzt deine Wunden heilen. Ich wäre, wenn Elisa ein Kind spielen durfte. Und mit ein bisschen Magie wird sie schneller. Tödlich. Erhöhe die Angriffsgeschwindigkeit leichter Waffen. Füge deine Lebensleiste 1 TP hinzu. Ach, wir werden schon nicht getroffen. Es geht erstmal Damage. Immer Damage skillen. Damage, Damage, Damage. So, jetzt müssen wir wieder oben lang, weil wir haben ja Ultragaria oben getötet. Den... Nee, das war nicht gut. Ja, das habe ich mir so gedacht, dass der nicht so wirklich zum Angreifen ist. Jetzt ist die Frage, ob wir alles nochmal machen müssen oder ob wir die besiegten Gegner... Die besiegten Gegner, besiegte Gegner bleiben. Ja, bleiben besiegte Gegner, okay. Das ist schon mal ganz nice. Ist die Frage, wie man die tötet. Hallo? Okay, das geht nicht. Ja, verwandelt sie sich wieder zurück? Okay. So, das ist jetzt ja der 4. Mirror. Ich glaube, das war... Ah, ich kann nicht reingehen im Level. Das ist dort. Also mit... Okay, wo gehen wir jetzt hin? Gehen wir jetzt wieder nach oben? Oh, guckt euch mal die riesen Tatze an. Was ist das denn für ein Monster? What the fuck? Es gefällt mir, wie du diesen ekelhaften abschlachtest. Es vergnügt mich, den Hass in deinen Augen brennen zu sehen. Spiegelt meine eigene. Was in aller Welt ist dieses Monster, hast du getötet, ganz alleine? Er ist der König der Wölfe. Ihn zu töten war nicht einfach, aber dich beim Kämpfen zu sehen, fand ich so erregend, dass ich dich überraschen wollte. Ist das creepy. Mit riesigen Kadavern. Wie aufmerksam. Nein, mein Kleiner, das ist doch nicht die Überraschung. Hilfe, Hilfe, dieser Bär hat den König der Wölfe getötet. Hier ist deine Überraschung, ein Kampf, der den ganzen Wald in Blut trinken wird. Ich dachte, wir sollen sie retten und nicht irgendwie... Naja. Aber auf jeden Fall schön, dass der König der Wölfe jetzt unsere Plattform zum nach oben kommen ist. Richtig üble Musik hier. Oh, wie komme ich denn darüber? Autsch. Wenn ich im richtigen Moment springe zurück, dann kriege ich da so einen Extraschub, so wie sich das angefühlt hat. Jetzt? Ja. Dadurch komme ich dann deutlich höher. Ist die Frage, ob ich wirklich alles killen muss, ne? Also, ob mir das dann wirklich so viel bringt? Wir haben ja gesagt, ich soll mal alle killen in den Leveln. Oh, das ist eingebrochen. Oh, ich komme nicht mehr raus. Das ist ja fies. Ich bin dead. Jetzt ist die Frage, wir fangen wahrscheinlich beim Mirror wieder an, ne? Ja, genau. Steuerung ist noch ein bisschen ungewohnt. Sollte mich gegebenenfalls auch öfter heilen. Also ich habe ja die Möglichkeit, aber weiß halt nicht, wie viel Mana man immer bekommt.
richtig unheimlich die Musik schon gemacht. Hey, guck mal, da ist doch irgendwas drin. Sieht doch, als könnte man hier irgendwie durchkommen. Hey, das würde ich jetzt haben. Gib mir das. Ich heile mich jetzt erstmal. Okay, mehr Leben habe ich gar nicht. Jetzt habe ich das auch mal gesehen, wie viel Mana das kostet. Ist ja gar nicht so viel. Ich dachte... Nee, geht nicht. Okay, also wenn man sich nicht mehr heilen kann, wenn man zu wenig Mana hat, dann wird das direkt angezeigt. Rot. Ciao. Ach, ich hab gerade auf dem zweiten Bildschirm geschaut. Das war nicht so clever. Ich kann im Wasser sein. Oh, kann ich hier tauchen? Oh ne, das macht mir Damage. Ups. Old Village Mines. Hä? Drücke W. Du bist hier. Aha. Ich könnte jetzt wieder an den Anfang zurück, aber... Ah, ich kann nicht nochmal heilen. Ihhh, wer ist denn hier gestorben? What in tarnation happened here? Was in aller Welt ist hier passiert? Ich weiß es nicht, aber es gefällt mir überhaupt nicht. Lass uns weiter heilen. Was? Ich kann nicht... Achso, kann mich selbst nicht bewegen. Ach, da oben ist sie wieder. Das war ja unglaublich, du hast es hierher geschafft. Verdammt kleines Mädchen. Die beim Kämpfen zu sehen, entfacht immer ein Feuer in mir. Ein Moment mal, diesmal brennt der Wald. Aber was schimpfst du denn da? Du bist ein hervorragender Köder gewesen. Danke, dass du alle Wölfe des Waldes hierher gelockt hast. Keiner von ihnen wird überleben. Ich glaube, Rotkäppchen hat ein bisschen Hass gegen Wölfe, oder? Jetzt muss ich nur noch die wenigen Überlegenen in ihrem Bau erledigen. Schon bald werde ich ihre bösartige Spezies am Ende durchgeknalltes Luder. Schon ziemlich creepy. Hier hinten kann ich nicht lang. Au! Oh, was habe ich gesehen? Oh, was eingebrochen. Kann ich mich schon wieder heilen? Ich habe nämlich nur noch ein Leben. Nee. Muss hier hoch? Ach. Ah, hier ist ein Safe-Punkt. Gut, dass ich nochmal zurück bin. Ja, wenn sich diese komischen Viecher jemanden wegstellen und dahinter ist immer irgendwas, wo man drauf nicht drauf springen darf. Oh, ich bin da. Na gut, ich werde es auf jeden Fall so mal ein bisschen weiterspielen. Ist ein super Spiel. Also, es erstaunt mich manchmal, ne, was für Spiele Free-to-Play sind. Also, es kommt ja so ein bisschen Ori gleich. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das ist auch so ein 2D-Jump'n'Run-Spiel. Also nicht 2D, sondern so ein links nach rechts Jump'n'Run Spiel. Und es ist qualitativ echt schön gemacht. Die Dialoge sind gut, die Optik ist gut, Flair ist gut, Musik ist gut. Das halt für ein Free-to-Play-Game. Auf jeden Fall ein sehr geiles Spiel. Wenn ihr euch das selbst holen wollt, einfach unten ist es verlinkt. Und bedanke mich fürs Zuschauen. Bis dann, euer PJ. Ciao.